Hi ho, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu The Royal Marines Commando. Oh meine Güte, das wird noch ein Zungenbrecher werden. Wir sind noch in den Katakomben. Ich möchte jetzt mal wieder mit der Enfield spielen. Wo ist denn jetzt schon wieder mein Partner in ihr Rand? Achtung, linke Seite! Da! Oh. Ach so, ist ja gar nicht mehr die Enfield, stimmt ja. Ist ja die Lyle. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Aber ich möchte lieber denn, was Bums macht. Ach so, nee, wir können ja wieder Enttarnung spielen, hat der verehrte Kollege gesagt. Selbst die Laie ist gar nicht mehr so schlecht hier. Weil die hat 11 Schuss im Magazin. Ich denke mal, die hat nicht eine ganz so eine harte Durchschlagskraft wie die anderen Gewehre. Aber für Menschen reicht es locker aus teilweise, also bitte. Da reicht auch eine Pistole und Co. aus. Nur ist die halt nicht mehr so... Hat nicht so eine hohe Reichweite. Mann, Alter, du alter Penner! Was soll das? Na gut, da ist eh nichts. Ich denke, wenn ich jetzt hier wieder aufmache... werden wir hier ein paar Leute sehen. Was, wenn wir mal die Tarnung auffliegen lassen? Nö. Dann ist das hier so eine Art Gefängnis wahrscheinlich. Gut, dass du wenigstens nach unten guckst. Da macht er doch einmal was wirklich Nützliches. Oh. Okay. Ich hoffe, da kommt nicht noch einer. Ich habe damit schon gerechnet. Du hast ein bisschen Angst, dass da noch mehr kommt. Ich finde es gut, dass die Zellentüren nicht abgeschlossen sind. Das würde sonst uns ja voll in Schwierigkeit bringen. Aber ich denke mal, dass hier die Gefangenen eh nicht sind. Ich schleiche mal lieber weiter. Oh ja, lange Gänge sind total toll. Und mein Partner, der gammelt da ab. Ist mir egal, ich brauche ihn eh nicht. Er ist voll nutzlos. Oh, was denn da? Ein zweiter? Keppe, finden Sie den Schlüssel für diese Türen. Ach, guck einer an. Auf einmal. Hör auf sofort zu rushen, du Arschgesicht. Was sind denn meine... Ah, ich sehe nichts. Hört auf damit, besorgen Sie sich einen Schlüssel zum Öffnen der Zellen. Das, welche Zellen? Ich meine, die waren doch eh alle offen. Ich hoffe, das war nicht der ich hoffe, das war der einzige. Komm schon. Oh Gott, okay. Oh, verdammt! Oh, das war sowas von knapp. Bin ich doch tatsächlich in die Granate reingelaufen. Ach, leck mich hier. Scheiß leises Spielen. Hier, ich nehme K98K wieder. Wieder eine ordentliche Waffe in der Hand halten. Dann nicht die Pistole. Dass man hier nicht sieht, Oh, was ist das? Ich dachte, ein Stück Bein gerade oder so, hätte mich gerade auch gewundert. Ey, sag mal, Moment, ich muss mal was einstellen. Steuerung, ich habe die Taschenlampe nämlich nicht eingestellt. Steuerung konfigurieren. Das tut mir leid, Freunde. Ich weiß, ich hasse es, wie sie sagt auch. Interagieren. Taschenlampe X.
Bitte? Schön klassisch wie aus Half-Life mit F. Ah, meine Güte, ich sehe endlich was. Ich meine, das ist, glaube ich, eh alles hell genug. Selbst für die Aufnahme. Weg hier! Huch. Ich bin festgenagelt! Ist nicht so schlimm. Wollte gerade wieder zurückkommen. Ha! Lebt der noch? Und wenn? Okay. Hier liegt seine Waffe, aber ich sehe seine Leiche irgendwie nirgends. Okay. Hier haben wir wieder. Haufenweise K98K Gewehre. Ja. Das da oben kann man irgendwie nicht richtig erkennen. Wieso tut er das hier alles einzeln einstopfen? Ich glaube, es gab auch für die K98K einen Clip-Loader. Sans toi, j'étais cuit, mec! Alarm! Alarm! Eindringlinge im Schloss! Was? Müssen wir von hier fliehen? Beschützen Sie die Gefangenen. Und jetzt schnell zurück in den Keller. Habt ihr das auch gehört? Eindringerlinge? Das hat sich anhört wie Eindringerlinge. Denke mal, er meint Eindringlinge. Mann, ey, du bist so ein alter Spielverderber. Lass mich doch einfach mal durch. Vielleicht gibt es hier wieder eine tolle Waffe, die mir hier sonst vorenthalten würde. Okay, wie haben die das eigentlich mitbekommen, dass wir hier da sind? Das ist mir eigentlich scheißegal. Wieso vorhin ab in den Keller? Ich meine, sind wir nicht schon in den Keller? Ich gehe rein! Alle Mann in Deckung! Hier! Feuer! Und da noch einer! Damit die gar nicht... Oh! Ich habe nur das Gewehr fliegen sehen. Ich habe nämlich so viele Granaten, jetzt habe ich gar keine mehr. Das war vielleicht völlig blöd, was ich gemacht habe. Ah, scheißegal. Ich meine, man kommt ja auch... Oh, ey. Ich schlag dich, wenn du noch einmal mich so blockierst. Ich liebe es, wenn meine Partner einfach vorrushen. Da weiß ich immer ganz genau, jetzt kommt nicht ein einziger Gegner mehr. Oh! Ich brauche Deckung. Ich habe noch erwischt. Oh, und den habe ich, glaube ich, nicht getroffen. Bin mal gespannt. Los jetzt, Campbell. Wir halten Ihnen den Rücken frei. Traue euch aber nicht. Vielleicht sind jetzt diese sinnlosen Räume endlich doch sinnvoll, die wir vorhin zwischenzeitlich gesehen haben. Oh, verdammt. Alter, die MP40, die haben die hier so verkackt. Alter, die streut wie... Also, ich kann die nicht mal ruhig halten. Also, so aus der Hüfte. Ah! Nee. So aus der Hüfte geht mal gar nicht. Also, man muss wirklich so Ironside-technisch machen. Da geht das aber. Ich brauche Hilfe! Der ist da um die Ecke. Schön, wie er einfach nur dasteht und zielt. Und unsere Gefangenen, die wir hier gerade befreit haben, können sich ruhig mal eins dieser Waffen auf dem Boden nehmen. Ach, hier ist der Eingang. Und mitkämpfen. Ich lege die Sprengladung. Halten Sie sie fern. Ui, okay, wieder so ein Scheiß.
Die Informationen der Resistance bestätigen, dass die deutschen Prototypen fast fertig sind. Wir wissen auch, welcher Wissenschaftler die Forschungen leitet. Er heißt Professor Klaus Walter. Und wir versuchen ihn jetzt ausfindig zu machen. Weiter so! In Saint-Nazaire fanden tatsächlich einige Tests statt, doch die Boote wurden an einen unbekannten Ort evakuiert. Den Spezifikationen zufolge... Was? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit! 2 Dutzend dieser neuen U-Boote könnten unsere gesamte Flotte auslöschen, Herr Premierminister. Sagen Sie mir etwas weniger Dramatisches. Zum Beispiel, was Sie unternehmen, um diese Prototypen zu finden. Nun, die Dokumente der Kriegsmarine erwähnen einen Offizier, der intensiv mit der Arbeit an den neuen Schiffen betraut war. Und? Weiter! Kommen Sie zum Punkt. Ja, Sir. Wir haben den Mann. Er wurde vor einiger Zeit während einer Seeschlacht gefangen. Er ist in einem Gefangenenlager in Schottland. Ich habe bereits befohlen, ihn nach London zum Verhör zu bringen. Den Dokumenten zufolge weiß er viel. Wenigstens etwas Gutes. Ja? Was? Ihr Gefangener wurde bereits aus dem Lager geholt. Von den Deutschen. Eine deutsche Fallschirmjägereinheit hat das Gefangenenlager in Schottland angegriffen, um den dort inhaftierten Offizier der Kriegsmarine zu befreien. Auf dem Weg zur Küste wurden sie von britischen Soldaten in einem alten, verlassenen Kloster in den schottischen Bergen eingekreist. Die Deutschen wollen sich aber nicht ergeben. Deshalb wurde eine Einheit der Royal Marine Commandos entsandt, um das Kloster zu überfallen. Ihre Einheit muss die Verteidiger ausschalten und den Offizier lebendig fangen, da man annimmt, dass er wichtige Informationen über die U-Boot-Prototypen besitzt. Missionsziel? Überfallen Sie das Kloster und fangen Sie den Offizier der Kriegsmarine. Na, da bin ich ja mal gespannt. In Schottland. Deutsche in Sicht! Wo denn? Da oben. Ah, viel Chance haben die Deutschen ja hier nicht rein. Theoretisch, die sind alles hier klar. Tief im Feindesland. Ach, jetzt fällt mir auch mal ein, was ich mal vor ein paar Parts schon erwähnen wollte hier, weil... wie er komischerweise eine Thompson hier besitzen. Was haben wir denn noch? Eine Shotgun. Ich fasse es ja nicht. Mit Bajonett. Naja, gut, nicht gar nicht mal so unüblich. Was ich sagen wollte, dass wir hier amerikanische Waffen besitzen, ist zwar eigentlich selten, aber nicht unüblich, weil Großbritannien zu der Zeit... von Amerika viel Waffenindustrie, von der Waffenindustrie gekauft hat, weil Amerika sich ja zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht eingemischt Verdammt, hat. Verdammt, sie haben MGs, um den Eingang zu bewachen. In Deckung! Wir müssen 34. einen anderen Weg hineinfinden. Rauchgranaten einsetzen. Bewegung, Campbell. Wir beschäftigen sie hier. Da ist er. Werft ihr noch eine Rauchgranate? Weil sonst... Oh Gott, jetzt sehe ich ja selber nichts. Direkter Angriff auf die MGs? Das ist verrückt! Aber cool. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe das MG ja selber nicht mal. Da ist es. Das MG-Nest selber kann ich gar nicht treffen, weil das... Okay. Muss ich mal ganz kurz verharren. Ich weiß nicht, ob ich näher rangehen soll. Da ist mir gerade eine Waffe entgegengeflogen. Mann, ich komme nicht durch. Geht das nicht? Ach, okay, das sollte ich so nicht. Alles klar. Oh. Okay. Alles klar, wartet mal, ich muss mal kurz hier verharren. Und dann gehe ich einfach mal weiter. Ja, stimmt, ich sehe ja gerade meine Zielmarkierung. Ist ja da hinten. Ich denke mal, Rennen ist die beste Methode. Dachte ich zumindest. Hier, Rauchgranate. Okay. Das ist Wahnsinn! Ich brauche Deckung!
Rücke vor! Was ist hier los? Oh, hier. Granate. Achtung! Granate! Wie ist die Lage? Verdammt. Oh Gott. Ich brauche hier Unterstützung. Die brauchst du nicht. Okay, jetzt haben wir ihn. Was ist mit meinen Partnern? Sollte ich denen eigentlich helfen? Nö, oder? Wie die einfach noch die ganze Zeit auf mich raufballern. Nimm mal wieder die Thompson, die hatten... Obwohl, wir haben ja die Schrotflinte noch nie benutzt hier. Dann benutze ich die mal. Kopf runter! Überprüfen wir. Wir halten durch! Ja, ist totaler Bullshit! Oh Gott, das war knapp. Ist klar, logisch, dass es nichts bringt. Das ist okay. Okay, den hätten wir dann mal. Den hätten wir auch. Lee empfiehlt es einfach hier, gerade in dieser Situation, die beste Waffe. Aha. Reichweite, Schaden, Genauigkeit. Perfekt. Geh mal. Nein, weiter nach oben geht's gar nicht. Aber jetzt sollte ich mal eine andere Waffe nehmen. Die Thompson wieder. Oh, hier können wir die Munition vollballern. Aber erstmal will ich gucken, ob ich hier eine andere Waffe kriege. Nö. Schade. Meine Partner kommen jetzt gar nicht mehr mit. Das ist jetzt so Singleplayer. Ich frage mich, wo der Weg hier hinführt. Ey, bitte? Das schon nicht weißt. Brauche Hilfe! Ja, Alter! Arsch! Oh, die hätte mich echt zerlegen können, die Granate. Oh, verdammt! Verdammt, verdammt! Oh, Mann! Drei Stück haben die in der Regel. Kann ruhig rumsprayen, ey. Ich habe ja alle möglichen Waffen hier, wa? Oh. Fledermäuse. An Munition, wie gesagt, mangelt es mir ja nicht. Hat da jemanden gehört? Bis jetzt noch nicht. Also richtig Secrets wie in Blitzsturm gibt es hier bis jetzt noch nicht, wa? Aber ich habe die einfach nie gesehen. Ich hoffe ganz doll, dass die hinter mir ist. Okay. Granate! In Deckung! Und die sind hier mittlerweile wesentlich schlauer geworden, wenn es um Granaten geht, wa? Früher sind die einfach stehen geblieben und haben gewartet, bis die Granate unter ihren Füßen explodiert. Aber jetzt rennen die ja andauernd weg vor der Granate. Das ist ja voll doof. Ich sehe ihn! Da! Oh Gott, hier. Oh, den. Oh, da habe ich sie beide erwischt. Ach, du Arsch. Das ist hier so eng mittlerweile. Wow. Wo ist der hin? Geschafft. Dann bringen wir diese MGs mal zum Schweigen. Okay, den hätten wir mal, glaube ich. Schau ich den auf. Wie sieht's aus? Hier. So sieht's aus. Oh, verdammt. Ich sehe ihn ja da hinten noch. Ich will mal. Ich muss ihn damit fertig machen.
Na klar. Oh, Junge. Wieso trifft die Waffe nicht? Na, wenn er mich trifft, dann kann ich natürlich auch nicht treffen. Nee. Das gibt's nicht. Ach, ist egal, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.